So, zur Attacke! So, Engpass. Das ist ein Nachteil für den Gegner. Jawohl, alles in Dreck legen. Nichts darf von diesem Ungezücht überleben. Oh, das ist eine Sackgasse. Weniger gut. So, ich heiße euch herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Ich weiß nicht, wie viel Folge es noch geben wird aktuell. Ich denke nur, dass wir hier uns langsam dem Ende nähern. Aber es gibt ja auch noch ein DLC, ne? So. So, hier geht's richtig zur Sache. So. Die Klone rauslassen. Fluffy. Ja, Fluffy auch. So, wir rücken schon mal weiter vor. Wir nehmen uns das nächste zur Brust. So, und da stehen wir nun vor den Toren des Gegners. Oh shit. Okay, gerade mal nochmal zwischendurch. Oh oh. Was sind das für Mecha-Dinger? The number of Doomsday Automatons you have to face indicates your success as a hunter. I'm so proud of you. Danke, Katharina. So, da hinten, ne? So, zack. Badaboom. So, gleich den nächsten Artillerieschlag. Oh, shit. Gut. Klone raus, Mine raus, Geschütze raus. Wieso fügt man hier eigentlich in dieses Spiel Katzengeräusche ein? Ich höre immer diese. Ich höre. Scheiße. Ich höre ab und zu so ein Miau. Okay, Achtung. Gott mal zusammen. Genau so. Ah, Mist, hast mich doch erwischt. So, Geschütz raus. Wir machen noch immer die Geschütze an der Seite weg. Wow. Ganz cool. Ja, ja, nee, eben nicht. Ich kann nicht alles auf einmal zerstören. Jawohl, schön in die Artillerie reingelenkt. Oh mein Gott. Da kommt schon wieder Versteigerung. Oh. Der eine Untergangsautomat, der ist schon fast weg. So. Geschützhaus. Mine raus. Komm schon. Okay, Spinnchen. Du deine Pflicht. Ja, da drüben. Yes, einer ist weg. So, mal sehen und staune. Wow. Geh mir doch nicht auf die Nüsse. So. We're done here. Jawohl. Doppelt so viele. Sehr gute Idee. Oh Mann. Komm, machen wir ein bisschen unnötiges Krach-Boom.
So, zack. Dann machen wir mal noch die letzten Raketentürme weg. Und hallo, du kleines Geschütz. Okay, da war nichts drin. Gießerei, ja, da kann ich aber glaube ich noch nicht rein. Auf jeden Fall gibt es erstmal einen Stufenanstieg zu verarbeiten. Die Geschütze können wir glaube ich mal bedienen. Dann, was machen wir dann? Machen wir mal ein bisschen was in Glück rein. Neuer Bonus zerstörerisch. Muss ja mir recht sein. Ja, da stecken wir noch 2 Punkte rein. Halt, Katharina hat noch was. Achso. Ja, komm. Können wir hier machen. So, das hier wäre. Soweit erstmal gesichert, wie ich. Oh shit. Ja, das Thema gesichert. Na, jetzt habe ich die Klone rausgelassen. Wollte ich eigentlich gar nicht. Ich wollte nur ein Spinnchen rauslassen. So, was haben wir hier oben noch vorzufinden? Okay, das war's. Dann zerstören wir mal den Prototypen. Der muss irgendwo da hinten sein. Natürlich wollen noch ein bisschen Trash legen. Warte mal ganz kurz, wir haben doch jetzt mittlerweile arsch viel aufgenommen. Aha, blaue Feuersubstanz. Moment. Ist das gut? Nee, das ist eigentlich richtig schlecht. Nee, nee, nee. So, das hier. Nee. Nee. Das ist ein cooles Amulett. Großer. Ah, das ist der gleiche, okay. Muss man mal gucken, was das vielleicht misst. Bringt ihr nix? Nee, nichts Sinnvolles. So, das muss ich mal eben identifizieren. Eieiei. Muss ich gucken. Kann man eigentlich machen. Okay, lassen wir mal drin. Oh, eine Kerze für Fluffy. Auch nett. Mana ist jetzt Schutz. Nee, was ist mit den Stiefeln hier? Uah. Okay, nee, ich glaube, das können wir tatsächlich. Mana Schutz Zauberkraft. Explosionen bei Treffer. Doch, die ziehen wir an. So, das geht zu Katharina rüber. Dass mein Inventar ein bisschen leerer wird. So, wo ist er denn? Der möchte genau nochmal. Ach, so scheiße. Das sind definitiv zu viele Automaten. Aber immerhin schön dreckig. Ah, da ist ein Treppchen. Da kommen wir jetzt und möchte gern, vermute ich mal. So, Katharina ist tot. Müssen wir mal ganz kurz noch warten. Oh, warte mal ganz kurz, was kam da als Meldung durch? Van Helsing, join us immediately in the lair. We have to take back the tunnels. You're approaching the Alpha Prototype. You must destroy it. Oh, es gibt schon wieder Probleme in den Tunneln. Das ist doch zum Kotzen. Warum eigentlich?
Okay. Oder einfach Bruder kriegt, der macht es auch nicht mehr lange. Verdammt, ich habe doch gerade eben einen Heiltrank genutzt. Das heißt also, bevor ich in die Gießerei kann, muss ich noch eine Schlacht in den Tunnel führen, so wie das aussieht. So, Schüssikowski. Oh, toll. War ich doch zu nah dran, verdammte Axt. Eieieiei. So, zur Attacke. Ja, nicht, so geht es. Komm lieber mit, labern dazu so lange da hinten. Stirbst du gleich, so. Ach, da wäre auch ein Treppchen gewesen. Gut, dass ich das übersehen habe. Okay, wir haben ein Problem. Wir müssen zurück. Wir müssen zurück. Ins Versteck. Und selbst wenn wir nur die Soldaten dahin beordern, ich hoffe nicht, dass ich selber dahin muss. Dafür habe ich keine Zeit, ehrlich gesagt. So, wie sieht's aus? Zu den Kerkern. Okay. Wow. Ach so. Nee, Moment. Was? Keine ist? Ach du Scheiße, was heißt keine ist davon? Fuck. Oh, ich habe nur noch 81.000. Und ich sehe gerade, wir haben einen Besucher. Legendärer Bogenschütze. I'm quite impressed with this layer. So, zack. Und wir haben Gesellschaft bekommen, sehe ich gerade. So, zu den Kerkern. Wir haben die Ohren und Gewölbe verloren. Jetzt haben wir die Gelegenheit, sie zurückzuerobern. Ehe näher an das Versteck herankommt. Hä? Oh, egal. Lalala. Jetzt müssen wir mal eben schauen. For the resistance. Was sagt der da dazu? Okay, das findet das nicht so gut. Was? Also ich kann nicht so gut aus wie den Kämpfen, aber glaub mir, wenn ich diese Pfeile in den Finger kriege. Aha, okay, kein Problem. Wir kommen nah ans hier ran, dann stelle ich die Pfeile auf meine Schauschüsse, lege den Rest. Okay, den schicke ich. Los. Mach, was du kannst. Und dann haben wir jetzt Besuch von Dripno. Wir sind nicht mehr alleine. Was für ein Schlachtgetümmel. Ich kann euch sagen, ich will da unten nicht mein Gegner sein. Auch wenn ich ziemlich oft krepiere, muss ich sagen, es ist okay. Aber es geht halt ziemlich viel Gold drauf für die Tatsache, dass wir uns immer wieder beleben müssen. Manchmal scheinbar bin ich ein bisschen zu unvorsichtig vielleicht. Aber der Charakter ist auch nicht ganz einfach zu spielen, finde ich persönlich. Es ist halt ein reiner Range die Idee und ja, mit Van Helsing hatte ich halt so ein Mischmasch. Es war eigentlich echt cool. Wer weiß, vielleicht spiele ich nochmal eine Runde von vorne sozusagen und mache das dann mit meinem Van Helsing. Mal gucken, aber erstmal hier zu Ende kommen.